Alternative Investments, das ist unser Thema jetzt und dabei soll es um Biogasanlagen in einem geschlossenen Fonds gehen. Wir sind zu Gast am Hamburger Ballindamm bei Donner und Reuschel und mein Gast ist Dr. Guido Comazzo, er ist Geschäftsführer der Caventis Kapitalverwaltung GmbH und Co. KG. Schön, dass Sie da sind. Herr Comazzo, was sind denn die entscheidenden Vorteile von Biogas? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sprechen kann. Die Vorteile für Biogas sind vielfältig. Das eine ist, es ist der, glaube ich, einzige Energieträger der regenerativen Energien, der speicherbar und damit auch grundlastfähig ist. Das heißt also, unabhängig davon, ob jetzt die Sonne scheint oder der Wind weht, kann produziert werden und eben entsprechend dann gespeichert und zur notwendigen oder nachgefragten Zeit eingespeist werden. Man kann aus Biogas Strom machen, man kann es weiterveredeln zu Biomethan, man kann Wärmekonzepte haben und entwickeln, um dann eben entsprechend auch die regionalen oder lokalen Gebäude anzuschließen, mit Wärme zu versorgen durch die Abwärme der BAKWs. Das ist, glaube ich, so das Klassische, und das andere sind, und das ist dann sozusagen der zusätzliche, vor allen Dingen sowohl ökonomische als auch ökologische Mehrwert, man kann CO2 aufbereiten und speichern, sodass es dauerhaft entzogen wird. Das ist etwas, was wir machen bei den Biomethananlagen. Und vor allen Dingen, man kann Substrate benutzen, die ansonsten nicht benutzt werden und dem Energiekreislauf zufügen. Zum Beispiel Gülle, Reststoffe organischer Art, welcher Form auch immer. Und damit ist man energieautark und kostengünstig. Und man hat dann noch zusätzlichen Mehrwert, bleiben wir bei Gülle, dass man dann eben entsprechend auch keine Nitratbelastung im Grundwasser dann hat. Nun hat ja der Russland-Ukraine-Krieg neben all seinen fürchterlichen Folgen, die wir Tag für Tag beobachten, auch das Thema Energiewende und erneuerbare Energien stärker in den Blickpunkt und dann auch in unser Bewusstsein gerückt. Wie wirkt sich das auf Ihre tägliche Arbeit aus? Es ist tatsächlich so, dass es im Gespräch einfacher geworden ist. Das heißt also, dass, wie Sie gesagt haben, das Bewusstsein dafür, wofür man eigentlich Gas braucht, als Grundstoff der chemischen Industrie, als Energieträger, ist sehr viel stärker in das Bewusstsein getreten einerseits und andererseits eben auch, dass man eine autarke Energieversorgung in Deutschland hat, die gleichzeitig regenerative Energie dann auch nutzt. Also das heißt natürlich, wenn man in Atomstrom nehmen würde, wäre man auch autark. Aber wenn man tatsächlich die Energiewende hinbekommt mit den klassischen Mitteln, nämlich Solar- und Windstrom, dann braucht man eben auch als grundlastfähiges Produkt zusätzlich dann auch noch Biogas. Plus, und das ist der Einstieg dann eben auch in die Wasserstoff, die grüne Wasserstofftechnologie, die wir damit leisten können. Kurzum, das ist sehr viel stärker ins Bewusstsein getreten. Die Gespräche sind einfacher und es bedeutet für uns aber ganz konkret auch, dass natürlich mit denen, und das glaube ich, haben ja alle mitbekommen, dass die Energiepreise, egal ob für Strom oder für Gas, gestiegen sind, dass dann von den Anlagen, die wir bislang erworben haben, eben wir auch ganz andere Preise oder Erlöse jetzt bekommen. Insofern haben wir dann auch, sind wir ökonomischer Nutznießer dieser Entwicklung. Sie investieren mit Ihrem geschlossenen Fonds deutschlandweit in Biogasanlagen. Was sind die Kriterien, die entscheidenden Kriterien für die Auswahl? Die entscheidenden Kriterien sind einerseits, es muss ökonomisch stimmen, das heißt also, dass das Pricing von uns muss den Renditeanforderungen, die wir für unsere Fonds und für unsere Investoren haben, genügen, Nummer eins. Nummer zwei, die Nutzungskonzepte müssen stimmen, das heißt Nutzungskonzepte, die wir uns vorstellen, zum Beispiel der Wechsel von reinen Verstromungsanlagen hin zu Biomethananlagen, wenn da behördliche Genehmigungen nicht erreichbar sind, dann investieren wir auch nicht, wenn es unserem Nutzungskonzept nicht entspricht. Drittens, Nutzungskonzept, was die Substrate betrifft, was ich gesagt habe vorhin, der Versuch, tatsächlich Reststoffe dann insbesondere zu nutzen und nicht nur sogenannte Navarros wie Mais. Wenn das auch nicht möglich ist, werden wir auch nicht investieren. Und ganz wesentlich auch die Größe der jeweiligen Anlagen. Es gibt in Deutschland relativ viele sehr kleine Verstromungsanlagen, die dann auch noch landwirtschaftlich privilegiert sind. Das heißt also, wenn jemand nicht Landwirt ist und dort Landwirtschaft betreibt, kann er auch gar nicht investieren. Wenn die Anlagen privilegiert sind und eine Entprivilegierung nicht möglich ist, dann werden wir auch nicht investieren.
Verraten Sie uns abschließend noch ein paar Kenndaten zum Fonds, wie beispielsweise Mindestanlagesumme, erwartete Rendite beispielsweise auch oder auch die Mindestlaufzeit. Ist ja bei einem geschlossenen Fonds für viele Investoren sehr spannend. Ja, also Mindestlaufzeit 15 Jahre haben wir uns vorgenommen, weil es ein langfristiges Investment ist. Das heißt, die Auswahl der Assets, vor allen Dingen die Ertüchtigung, auch weil wir bestehende Anlagen kaufen und wie gesagt diese Nutzungskonzepte dann eben versuchen auch zu ändern, dauert ein bisschen. Das heißt, die Investitionsphase ist etwas länger, deswegen auch eine Laufzeit von 15 Jahren. Mindestzeichnungssumme 1 Million. Wir gehen also dementsprechend, was die Kundengruppe oder Investorengruppe, die wir im Fokus haben, von professionellen bzw. semiprofessionellen Anlegern aus. Die Rendite insgesamt, das IRR-Rendite, dann 7,5% PA. Herr Komatsu, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren Ideen zum geschlossenen Fonds für Biogasanlagen. Alles Gute für Sie.